So, Freunde, wir gehen jetzt kurz meine Kiste Aha. wiederholen. Dann müssen wir was zu essen craften. Oh. Und dann müssen wir unbedingt mal Cool. überlegen. Ich bin schon Level 15. Jetzt müssen wir unbedingt mal überlegen. Ich würde sagen, wir machen den ersten Blutmond dann hier, weil wir ja schon Tag 4 haben. Würde ich auch sein. Dann können wir die Base hier ein bisschen aufbauen. Wir können auch diesen Ort hier immer benutzen für Blutmond und einfach umziehen trotzdem. Müssen wir mal gucken. Ja, ey, einfach mein Blutmund kommt einfach hierher und gib ihm, oder? Das Oder wir macht er. bauen uns irgendwann was Eigenes. Ja, das Hat sich die auch. Alter. Dieses Fleisch, Digga. Er gibt dir Deckung. Gib ihr Stuch. Und immer diese scheiße Taste Gut. da, diese Behinderte. Hast du gesehen? Ein Kopf. Ja. So. Ich hab schon wieder. Peach. Mein Kopf ist Peach verbaut. gerade. Jetzt hat sie keinen Kopf mehr. Peach gerade, Junge. So. Ja. Oh. Ja. Altes Sham-Sandwich. Ja, davon kann man Medizin herstellen. Digga, wenn ich jetzt Antibiotika. zum hundertsten Mal diese scheißbehinderte Taste Pass auf, dass du drücke, deine dann rast Zähne wäschst. Ja, bin ich gerade. ich aus. Das war schon Sorgen. Digga, die haut Hier einfach ich mal mich drauf. jetzt. Mit dem Ja. Verband. Muss ich Verband holen. Kommt Mein halt drauf Gott! an, was für eine Verletzung du hast. Versteht er? Bruch, glaube ich. Ciao. Matt. Bruch, dann darfst du nicht rennen. Ich habe Schürfwunde, leichte Ja, Infektion. natürlich. Ja, Ja, ist gut. ich auch, Leute. Aber wir Kann haben man mal kein spielen? Antibiotika, Alter. Nein, das habe ich in Knochen. Wir Was brauchen ist einen Knochen. passiert? Ja, ich bin draußen, Digga. Ich bin in so einem verlassenen Haus. Die tun das ganze Haus durchficken gerade. Die greifen mich gerade zu dritt an oder so. Oh mein Gott, selbstgebaute Pistole. Nice, was für eine Stufe? 5. Nice. Also, wenn Gut, man im Digga. Haus ist, findet man solche Sachen, oder was? Genau. Ich werd gerade so Nice. durchgewichst. Ich sag's euch so, wie es ist. Digga. Richtig. Nice. Problem ist einfach nur noch, dass wir halt wirklich sau wenig Munition haben, Mann. Geht mir die Ja. Scheiße am Arsch, Warum Junge. die scheiß Werkbank eigentlich? Ich hoffe, dass der Knecht morgen nicht wieder sagt, ja, ich Nico. kann nicht. Hat er was zu Mein essen? Gott. Ja, unten in der Kiste. Also, Was wenn ihr ist zu das für Hause ein seid, in der Kiste. modifizierter Zombie? Was ist? Egal, da ist Ein einfach so ein Zombie. Steinpfeil. Kannst du mal, wenn du Feder, Holz und Stein hast, gell? Für den So. Bogen. Ich habe ja kein, ich habe nichts zu essen. Was ist los, Monty? Digga, ich bin gerade komplett zusammengeknüppelt und da war so ein Zombie-Bruder mit so einem ausgerenkten Kiefer, mit so Knochenzähnen nach außen, Digga. Und der ist gelaufen mit so einer komischen Wirbelsäule. Der ist gekrochen, aber meistens, ne? Und Ja, der schreit so ganz komisch, ne? ja. Ja. Der Hurensohn. Ein Problem habe ich. Bei mir steht beim Knochenbruch und Kniebruch und alles eine Stunde Wie mache ich das? 39. Ja, das ist echt Zeit-Time, ne? Weißt du, Bruder. Ich kann Wie mich jetzt mache auch ich gar nicht mehr Essen? bewegen, Ich ne? weiß, du brauchst Ein eine Schiene. Bruder, der gemacht. Was Was? brauche ich? Ich Eine habe auch Schiene. nichts. Er muss ihn fragen, wo er das hin hat. In der Kiste unten steht auch Essen und Trinken. Ja, aber da ist nichts drin, was man essen kann, oder? Nee. Dosenzeug ist doch drin. Spaghetti und so ein Scheiß. Erbsen. Ja, ich muss versuchen, in die Stadt zu rennen, mir da irgendwas zu finden. Weil ich muss hier kurz nochmal zurück. Weil ich dort die ganzen Eier habe für Speck. Lol, da ist ein Hirsch oder was ist das, ein Ich Elch oder? kann's auch töten, Mann. Oder, aber ich kriech wie ein Nutternsohn, ich kann mich nicht fortbewegen. Ja, verlier Leben ruhig, Digga, weil du einen dicken Knochenbruch hast. Ich kann noch einen weiteren Bruch geben, du Schlampe. Geil. Ja, Bruder, wie soll ich da in die City kommen? Da ist eine Großstadt, Digga, aber ich bin mitten in der Wüste und werde gleich zusammengewichst. Warte, die Häuser da drüben schon looten? Warte mal, ich guck Zum mal, wo du Großteil bist. schon. Zum Großteil Also, ist die Stadt ja. schon gelootet, ja. Das bringt sich nichts, wenn ich rüber Da gibt es immer irgendwas, was einer wahrscheinlich nicht mitgenommen hat.
Also wie mache ich, wie geht der Knochen weg? Muss ich die Echtzeit-Time jetzt abwarten? Mhm. Glaube ich nicht zu trinken, Alter, ist das Spiel anstrengend. Fuck, Bro. Oder eine Schiene finden. Aber eine Schiene haben wir zu Hause. Ja, schön, für, dass wir es zu Hause haben. Geh mal ins Crafting-System und schreib Maschine rein. Vielleicht kannst du eine craften. Vielleicht hast du das Zeug dafür. Die sind neben meinem Arsch, ich kann gerade nichts machen. Ach so. Ja, der eine hat mich schon wieder gesehen, oder? Und ja, das Spiel ist sehr anstrengend, weil man muss da wirklich auf alles achten. Man muss essen, man muss trinken, die Zombies. Da ist wieder so Coyote, so Nutten. Oh mein Gott, aber da ist so ein richtiges Ding, so ein Building, wo ich hingehe. Richtig so ein Empire, was, wo ich gerade hinlaufe. Ach du Scheiß, ohne Spaß, das sieht gerade aus wie Ding. Ja, wenn nicht, können, Apple, wir, wenn nicht, können wir auch mal zusammen irgendwo wieder hinlaufen. Mal. Das sieht ein Zombie, ne? Aus. Weil die Stadt haben wir ja eigentlich so gut wie fast durch, denke ich mal. Eben, guck mal, wie weit weg ich bin, Digga. Ich glaube, ich bin übelst weit von euch entfernt. Ja, 1,8 Kilometer steht auch da. Also. Soll ich hier einen Kram bauen? Bitte? Zombie macht dir die Türe kaputt. Ein Kram. Also, das haben wir auch in der letzten Session gemacht, Marvin, Andi und ich. Und es hat sehr gut geklappt. Die sind alle in den Kram gefallen. Okay, weil ich habe. Marvin, Hilfe, hinterm Haus. Komm. Ich komm, beruhig dich, ich bin gleich da. Einsatz. Besiegt er nicht. Boah, Digga. Hast du eine Schaufel oder was, Marvin? Ich hab mir gerade eine gecraftet. Ja, mit Steinen. Ja. Hinter dir. Wäre nicht schlecht, wenn du es machst, weil, Stein, weil ja. Lehm brauchen wir auch. Nico, ich brauche jetzt auch der Hilfe. Was Messer, ne? Ich hab keine Ausdauer. Auch nicht. Ja, Digga, da ist auch noch so ein Schwein. Ich muss noch ran. Geh ins Haus. Kein Bock, mich jetzt mit dir anzulegen. Du bist so schnell und ich hab eh Knochen. Ich hab verschossen. Ich bin am Stich. Okay, gut. Ja, wir sind's einfach. Ja, dann baue ich einen Kram, oder? Also, kannst du machen, Bruder. Habt ihr eine Vorstellung, wie, oder? Außen rum vom Haus, oder? Direkt am Haus, oder? Schon ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen weiter entfernt. Ja. Also das letzte Mal haben wir es gemacht direkt am Haus und es hat sehr gut geklappt. Aber okay. Man muss sagen, das Haus stand in einer etwas höheren Position. Das Haus steht halt direkt am Boden. Okay. Und Zombies können ja auch springen. Oder so. Ohne Witz. Ich habe einfach wieder so eine Militärbase gefunden und einfach so Empire State Building. Schon wieder ne? Krank. Monty, markieren. Ich habe so eine richtige Fabrik-Scheiße und alles gefunden. Ja, markieren wir. Ja, ich muss erstmal irgendwie eine sichere Ecke finden. Ist unsere nächste Mission. Aber das ist nicht so schlau, wenn ich an die Base laufe, Digga, von diesem Militärkack. Ich glaube, da werde ich direkt genudelt. Es laufen sowieso schon hier 20 Zombies um meinen Nacken herum. Ja, das ist echt krass, sobald es dunkel wird. Also jetzt ist es gerade noch hell, weil wir im Schneegebiet sind, aber bei dir ist es bestimmt dunkel, ne? Ich habe mitbekommen, ja, bei mir ist übel dunkel, Digga. Bei mir ist das dunkelste dunkel. Ist dunkler als du, oder? Ja, mal ungefähr. Ja, vor meiner Fresse. Ja, ich muss durchwichsen. Ja, Nico, hast du die ganzen Dosen rausgeholt oder wofür hast du rausgeholt? Nein, ich muss nachladen. Wow. Ein paar Dosen, Mann. Hast du alle Dosen gegessen? Nee, nur eine. Oh, okay. Nein. Kannst du mal die zweite schon geben? Ich bin tot. Das brauche ich aber, ich hab's aber nichts mehr. Ich bin gleich da, ich brate gleich. Ich bin sofort da. Nein! Nico, mein Schneeball. Weil ich steh schon genau vorm Haus. Ja, mit dem Schneeball, das können wir, kannst du schmelzen, dann können wir daraus trinken machen. Okay. Oder wie überlege ich das? Weißt du, vielleicht kann man es ja auch einfach so machen. Dass man Zier hier anfängt, yes. Wie bei dem Ding, den Graben zu graben, so, weißt du? Ja. Oder der weicht aus hier wie ein Profi, der Vogel, Digga. Hinten ist offen, ne? Hinten hat die abgebaut, die Fotze. Ja, genau so. So, ja. Aber man muss es halt wirklich tief machen, die können wirklich springen. Ja. Also ich mach jetzt erstmal was zu essen, ne? Jo. Wo hast du die Schaufel? Du musst einfach Schaufel einschreiben. Was? Wo denn? Ich hab dich nicht verstanden, Monty. Ja. Kommt auch aus dem Empire und da ist so ein richtiges Holzgebirge außenrum hochgezogen. Okay. Wir müssen das zusammen erkunden. Oh mein Gott, Alter, ihr wisst gerade nicht, was ich überlebt habe. War's gut? Danke, Scheiße. Boah, weil wir so viele Spieler sind, will das Essen niemand ausreichen, Alter.
Wir müssen mal alle zusammen die Farmen gehen oder so. So richtig dick. Wo sind denn die ganzen Dosen hin? Keine Ahnung. Weil ich kann daraus noch viel besseres Essen machen. Ja, ich muss irgendwas sicheres. Ich hab leider nichts. Oh, ich lol. Hab nur Natriumpulver. Nein, ich hab leere Dosen gefunden. Das hat bei mir geleckt. Ah, wieder so ein scheiß Vogel, Mann. Brauchen wir leere Dosen? Ja, später irgendwann, da können wir Öl abzapfen und sowas. Lol, ist ja gerade so dick bei mir geleckt. Ja, es ist manchmal so bei dem Spiel. Hä? Schon wieder? What the fuck? Jetzt ist es aber ganz komisch. Dann in den Kram einfach noch so die Barriere-Dinger und viel. Genau, können wir alles bauen, ja. 5 HP, Mann. Digga, das war jetzt gerade so behindert. Ich bin zum dritten Mal an die Tür gelaufen und von diesem Empire. Auf einmal war ich ganz woanders, auf einmal andere Straßenseite. Ja, aber ey, dann mache ich da einen kompletten Kreis rundherum, ja. Kannst du machen, ja. Setz dann überall Barriere hin, außer so eine Art Brücke mit dem, wie heißen denn die viereckigen Dinger da? Ich weiß, was du meinst, ja. Die mache ich dann als Brücke und dann halt, wenn der 7. Tag ist oder so, oder Blutmond, dann reiße ich die weg und mache den Rest da auch mit Barriere voll. Wir können später sogar eine Brücke bauen in dem Spiel. Ah, okay. Geil. Mhm. Das machen wir. Das kostet, glaube ich, Strom oder sowas. Ich bin der Baumeister, okay. Gut. Digga, ihr müsst mir kurz was erklären. Kaum laufe ich in die Nähe von der Tür auf einmal Ding, reporte ich mich irgendwie voll. Ja, weg. Du bist beim Händler. Der Händler hat ab 22 Uhr zu. Bis 6 Uhr morgens. Deswegen portest du da weg. Mhm. Ja, Digga, aber das ist so eine Wichse. So, weiß ich doch nicht. Auf einmal, ich werde die ganze Zeit von Vogel angegriffen. Digga. 7 HP habe ich. Nimm mir ein Eros, gell? Ja, nimm die ruhig. Ich muss mal kurz gucken, wo die Dosen sind, Mann, weil ich wollte Spaghetti machen. Und Gemüseeintopf. Sind die hier drin? Das Essen ist weg, hä? Das war doch die ganze Zeit da drin unten in der Nahrungskiste. Ja. Kann ich Nasen töten? Einen Hasen kannst du töten, ja. 7 HP, ich glaube, ich krieg eine Bombe, bin tot, oder? 2. Achso, nee, wir haben dunkel eine, ja. Ich mach das mal. Ich mach die anderen Dosen, die ich gefunden habe, mal woanders rein. Damit ich auch weiß, wo die sind. Weil daraus können wir später noch viel geileres Zeug craften. Also zum Essen. Ich brauch irgendwas. Oh lol, ich hab eine Baseballkappe gefunden. Lieben mir. Gut. Irgendein Hurensohn ist gerade bei mir aufgestanden. Kaum ich klein. Da sagt gleich Moin. Ich hab 5 HP. Nein. Was bist du denn? Nein, Hä? Eins, Monty ist tot. Was ist passiert? Hat er dich gehittet irgendwo, hä? Nein, der war voll weit weg. Der war noch hinter der Tür, der hat erst auf die Tür geschlagen. Ja, vielleicht war es zu nah an der Tür, die können auch durch die Wand hitten. Nein, ich war komplett nach hinten an der Wand, der war, keine Ahnung, 5 Armlängen entfernt, oder die Tür. Verblutet. Ja, okay, vielleicht kann das sein. Digga, was ist das für eine Wichse, Mann? Da ist jemand sauer jetzt. Ja, übelst, Digga, Mann. Ich hab mir so Mühe gegeben um meine Pistole, Mann, die ich gefunden hab. Okay, Digga, ich muss auf jeden Fall jetzt hier dick die Aufnahme beenden. Und ich renne jetzt zu meinem Loot hin, Digga. Einfach mal erster so richtiger Tod, Mann. Wo ist los, die Scheiße? So, Essen wird gecraftet. Wir haben zwar nicht arg viel, aber es passt schon. Und die Dosen sind verschwunden, keine Ahnung, wo die sind. Die anderen habe ich jetzt also anders hingemacht. Jo, oder? Was soll ich machen, wenn die Türen alle verschlossen sind? Also? Kaputt machen. Aufhören.
So, aufhören. Ich glaube, ihr wart hier schon, oder? Ich muss mich gucken, wo du bist. Nee, da oben war ich tatsächlich noch nicht. Also da habe ich mal angefangen zu looten, aber ich bin dann wieder zurück. Das mache ich auch mal hier bei Essen rein. Und hier haben wir noch trübes Wasser. Was? Schreckt mich die Furze auf einmal, Junge. Ich habe ein Hemd gefunden. Nehme ich mit. Anziehen. Hä? Alles gut. Du hast die falsche Taste geklickt. So. So, schaut doch schon gut aus. Ach, hab ich mich erschrocken, Alter. Ich gehe in den Raum rein, einfach mal steht Montys Leiche. Also Monty einfach da. Weil er gestorben ist. Oh mein Gott, Alter. Monty? Können wir machen. Wo kommen die Zombies ja, ohne dass ich sie sehe? Ja, die sind überall. Vor allem steht der hinter mir so, hä? Na, das Blöde ist, du musst jetzt wieder zu deinem Loot laufen und deine Kiste dann quasi über deinen Rucksack looten. Aufnahme ist gestartet. Toni, ich habe direkt eine wichtige Frage. Du darfst fragen, was du willst. Ich bin gestorben und mein Rucksack ist ja in der City so voll weit weg. Ja. Geht da irgendwann mal weg? Theoretisch nicht. Okay. Lass mal duschen, Jungs. Alles klar. Weil dann mache ich jetzt meinen Weltenjumper dahin, Mann. Also willst du alleine dahin rennen? Wäre geil, wenn jemand mitkommen kann. Ich könnte gleich mit dir gehen, ja. Okay. Oder soll ich hier fertig bauen? Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal Tag 4. Wir haben noch 3 Tage oder? Zeit. Wir haben noch Zeit, ja. Ja, schon, ein Stück habe ich schon. Wir sind hier safe. Peter dann noch wieder lol. Na, sieht nice aus, Marvin. Aber ich muss dich enttäuschen. Warum? Tiefer. Tiefer? Die noch? Zombies, die stacken sich übereinander dann und würden dann einfach hier hochspringen. Okay. So wie ja, dieser Bär durch das kleine Fenster zum Beispiel durchgebackt ist. Ja, dann mache ich vorne einfach noch eine Schicht oder so. Ja, kannst du machen. Aber sieht nice aus, sieht wirklich nice aus. Okay. Ich esse noch ein bisschen was, weil essenstechnisch sieht es bei mir nicht gut aus. Ich bin weg, du kannst reingehen. Danke. Oder oben sind noch Waffen, ne? Oben müssten noch Waffen sein. Ich frag mich halt nur, wo diese ganzen. Ich hab keine Ahnung. Wo die ganzen Dosen sind, Alter, die sind einfach weg. Scheiße, Digga. Warte, ich leg hier das mit Natrium-Dings rein. Oben dann. Ja, warte, springt der weg. Ja. So, jetzt. Ah, oben. Oh mein Gott. Der hat im Dunkeln so Kisten. Digga, ernsthaft, das sind nur so komische Bögen-Scheiße. Ja, egal, wir sind noch zu dritt. Kämpfst halt ein bisschen mit Faust. Ja, wir gehen zu dritt. Machen wir mal wieder eine Folge zusammen, oder? Dann komm. Warte, meine Aufnahme ist aktiv. Hey, Toni, kennst du das? Wenn du irgendwie damals was nicht gefressen hast, aber irgendwie jetzt hat im Nachhinein, isst du das voll gerne. Was denn? Ich hab zum Beispiel, du kennst auch diese Fake-Kokosriegel. Weißt du, was ich meine? Diese komischen kleinen da. Ja. Die Bounty. Ja, die so, Fake. Ja, so diese die Fake, ja. Fake-Bounties. Digga, ich fühle die gerade so sehr, ne? Ja, aber ja. Ja, aber ja. Ich denk schon, dass ich das auch fühle.
Digga, jetzt komm mal ran hier. Beeilt euch, Mehmetz. Wo bist du? Ja, außen, hinterm Haus. Einer, Marvin. Seid ihr schon unterwegs? Nee, ja, jetzt, oder warte. Ja, halb. Nein, da ist ein Loch. Oh. Da wäre ich fast in den Graben gesprungen. Seht ihr eigentlich auch mal einen Rucksack oder nur ich? Nur du, wir folgen dir einfach. Hast du was zu essen mitgenommen? Ich? Nee, Marvin. Ja. Sehr gut, ich auch. Weil ich habe gar nichts dabei, ihr müsst jetzt voll meinen Begleitern so sein. Und wie gesagt, da ist halt so Big City, Mann. Ja, Bruder, du bist halt gerade nackig. Du kannst halt rennen wie eine Maschine, wie nicht. Ja. Ihr seid ja dick langsam. Ja, Bruder, ich bin nicht mehr der Jüngste. Er kommt mir so. Also es wird schon bodenlos jetzt ein paar Minuten dauern, bis wir mal nutzen, ne? Ja. Ich denke, ich mach so einen Baba-mäßigen Cut rein, Digga, dass wir dann Jungs, so... ich werde angegriffen. Ich hab keine Ausdauer, weil ich die ganze Zeit hinterher renne. Ja, ich hab ja auch keine, deswegen muss ich Waffen nehmen. Was ist mit euch? So wird's ja gar nichts. Hinter uns. Da kommt noch einer. Monty, ich geb dir ein Messer. Für Notfall. Liegt hier. Ich hab 24 Leben. Egal, da kommt noch mehr. Da kommt noch einer. Ich hab 24 Leben, Jungs. Hast du einen Verband? Machen. Nee. Ich hab auch keinen dabei mitgenommen. Nee, was überleben das. Wir können jetzt straight durch den Schnee laufen oder wir folgen der Straße. Mir ist es egal. Ich denke, wenn wir geradeaus laufen, sind wir halt schneller. Wie weit ist denn deine Kiste entfernt? Mein Backpack ist... Der steht halt nicht da. Jetzt schickt er uns woanders hin, so falscher Weg. Aber warte mal, kann ich die Stelle markieren? Ja, ne? Theoretisch, ja. Ich mach mal hier Wegpunkt speichern. So. Ein Verbündete. Da. Ah, diese Schneebälle. Seht ihr meinen Spot? Warte, ich muss den Spot annehmen. Wie hast du es genannt? Big City. ...1,7 Kilometer. Crazy. Ah, okay, ich werde zu zweit gewichst. Aber... tschüss. Ist das so eine große Stadt, oder was? Vogel kommt. Pass tot, Digga. Ja, das alles. Und stell mal vor, wie ich jetzt nachts rumgelaufen bin, Bruder. Es ist nachts. Ja, aber ich meine, so nachts ist... Boah, ich habe mir den Speer in die Fresse geworfen, Alter. Ah, okay, ich hab Herz. Hinter dir, rechts, links von dir, Mann. Krass, ich mal leben. Ja, ich bin gleich tot. Ja, ich bin wieder tot, safe. Nein, der ist tot. Ja, aber ich hab Herzblut und alles. Ich war jetzt, ein Bär kommt auch. Da hinten ist ein Bär. Monty, isst was. Dann bekommst du dein Leben. Dabei, Digga. Komm her. Ich dachte, es wird eigentlich easy run. Aber ihr Mehmet seid ja so langsam. Sorry, dass du nackt bist. Wer ist einfach nicht gestorben? Ja, gell? Okay. Hättest du mal besser gespielt. Ja. Vor mir ist ein Tiger. Bitte scheiß Game nicht rumlenken. Ich hab hier einen Knochenbruch, ich weiß nicht, gell? Ja komm, scheiß jetzt auf Killen, Digga. Lass versuchen durchzujoggen. Der wollte über mir springen. Ja. Ich hätte. Ich bin gleich tot. Ich seh's. Der Tiger kam einfach angerannt. Bruder, warum bist du alleine dahin gerannt? Ja, Digga, eigentlich ging's klar mit meinem Loot, den ich hatte. Mathe, der Tiger kommt gleich. Und wie gesagt, ich kann eigentlich gut schnell rennen, aber ich wusste nicht, dass ihr so Kröten seid.
Was heißt Kröten, Bruder? Wir sind ja voll. Also was heißt voll? Wir haben ja Rüstungsteile und alles an. Der kommt. Ich bin in Deckung. Ach, verfehlt. Aber du, gut. Ja, wenn nicht scheiß drauf, dann renne ich irgendwie so sneaky E-Mail zwischendrin durch. Na, das ist gut. Ja, wenn wir das Ganze weiter killen, dann wird es bis übermorgen nichts. Was heißt killen? Die greifen doch uns an. Sollen wir Ding uns angreifen lassen? Ja, aber wenn es zwei Gegner sind, dann halt weiter joggen. Die rennen doch auch, Bruder, ist Nacht. Ja, aber wir sind schneller ein bisschen. Du? Ja, aber wir nicht. Haben die Ausdauer. Nein, ich bin ja auch voll mit Ding gerannt, Mann. Ja, aber die ja. Zombies haben mehr Ausdauer, Digga. Die haben durchgehend Ausdauer, Bruder. Das gibt, bei denen gibt's keinen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, Digga, ja, du bist tot. Scheiß drauf, Digga. Ja, hier. Multi ist tot. Nee, komm, geht einfach Base, macht was ihr wollt, Digga, ich renne alleine hin. Ich bin Monty, ich bin nicht mit der Crew laufen und renne alleine vor und sterbe und bin dann eingepisst. Ja. Kannst ja wieder hinterher rennen, dann wir laufen da schon mal hin. Ja, ja. Nenn die Folge am besten. Ich heiße Classics. Nenn die Folge, ich hab eine Lappencrew. Oh. 12 HP, Bildschirm dunkel. Wenn du in der Base bist, nimm mal ein paar Verbände mit, Monty. Ey, mir fällt erst jetzt ein. Ja, ich bin schon rausgelaufen. Achso, das ist dein Rucksack. Der gehört Monty, oder? Siehst du noch deinen anderen Rucksack? Nope. Wie nope? Ich sehe den nicht mehr. Ja, das ist jetzt cool, ne? Ich glaube, dein Loot ist dann weg, oder? Digga, als ob, Mann. Ich schwör's dir, wenn ich da hinten jogge, mein Loot ist weg, dann hab ich keinen Bock, Mann. Ich fließ Game und fertig, Digga. Ja, so dann sterb doch nicht zweimal. Ja, Bruder, wer zweimal stirbt, wird halt bestraft im Game. Hm. Wo ist denn dein Ding? Okay, da vorne einfach gerade auslaufen, okay. 7 HP, Alter. Da kommt der nächste Bastard. Der kriegt jetzt einen Headshot seines Lebens. Gib ihm. Ja, der läuft weg, der hat Angst. Komm her. Put, 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 put. Ja, schon was passiert. Geh auf die Knie. Gut. Warum regeneriere ich kein Leben? Das weiß ich nicht. Hast du Verbände mitgenommen, Bruder? Immer noch nein. Los. Bis ihr das gecallt habt, war er schon 20 Meter gerannt. Ja, du bist doch nackt, Bro. Du rennst doch wie Muhammad Ali. Wie Rocky damals die Treppen hochgejoggt ist. Was ist das? Einfach Rucksack. Ja, das ist dein Rucksack. Da ist ein Knochen, da ist, drin. Da ist, nee, nein, das ist nicht mein Rucksack. Ich hab meinen Rucksack vorne. Da ist Verband drin und so. Geht dahin. Wo seid ihr? Wir sind immer noch nicht so schnell wie du. Hier ist ein Rucksack, da ist ein Verband drin. Gönn du dir, Tony. Nein, gönn du dir. Nee. Ja, okay, dann gönn ich mir. Wir finden schon noch einen. Lol. Jetzt bin ich gerade ausgelaufen, jetzt kommt da so ein scheiß ganzer See, Digga, einfach so ein Meer. Bruder, muss man trotzdem ran. Es ist so dunkel, ich sehe dich halt leider nicht, Alter. Nicht? Ich weiß nicht, wo Monty ist. Ja, achso, Monty sehe ich auch nicht. Ja, der ist schon 80 Meter von uns entfernt. Oh, guck mal, da ist ein Hirsch. Nee, da ist noch ein Fetter hinten neben dran. Der macht voll viel Schaden. Ja. Gefährlich. Zombie-Digger. Aber der Hirsch war schon weg. Links ist auch noch so ein Fetter. Ja, okay, dann scheiß drauf. Zwei Fetter. Oder warte mal, dem Hirsch gebe ich einen Schuss. Achso. Das ist ja eklig. Hier schwimmen Sippe. Hier staunen. Ich überlege, ob ich schwimmen soll oder nicht. Der andere läuft auch auf uns. Wenn ich sterbe vom Piranha, nee. Dann ist die Kombi vorbei. Ich bleib nach. Hallo, wo seid's? Okay, du. Ja, der ist gleich down. Was ist das? Sporttasche. Macher, was ist da drin? Wasserkrug und Aloe Vera. Ich kann nicht mehr reden, Digga. Aloe Vera Gräbe. Aloe. Okay, kurz zum Japsen geworden. Hau ruhig mit dem Knochenmesser drauf.
Fleisch. Oder warum bist du schon 300 Meter weiter vorne? Oha. Ich hab gar nicht gesehen, dass du vor uns vorbeigelaufen bist, um ehrlich zu sein. Alles bodenlos, aber vorhin einfach die Vögel, die Zombies gingen noch relativ, aber die Vögel haben dann gefickt, so dunkel ja, wie die waren. Wird dein Ranzen jetzt nochmal angezeigt? Nein. Ja, okay, entweder haben wir Pech oder, also du Pech, hast du krasses Zeug dabei gehabt? Ich hab die Pistole gefunden auf Level 5, dies, das, mein ganze Ding, Ausrüstung. Ja, Ausrüstung ist jetzt glaube ich nicht so schlimm. Ein paar Waffen. Ja. Digga, ich hab von wie so ein Macher überlebt, ohne Spaß auf der Street, Digga, das müsst ihr dann mal in einem Part sehen. Auf einmal, Digga, kam die Szene, wo er dieser Händler ist. Wo ihr die ganze Zeit wegen Cuba gelabert habt und dann, wusste ich nicht, was Sache ist. Ich denke mir so, okay, warum wickelt mich die ganze Zeit? Lebt doch. Willst du auch mal sterben? Digga. Jetzt? Holy shit. Holy moly, Crowley. Oder der hat locker 10 Schläge pro Kopf gekriegt. Er sagt einfach nur. Mann, 4 Uhr werden die entspannt, oder? Genau, ab 4. Okay. Einfach Wüste. Links, schauen wir mal. Hast du eine Schaufel dabei? Ja. Grab mal einmal, ich will wissen, was hier rauskommt. Lehmboden und Bruchsand. Ah, Bruchsand brauche ich bitte für Zement, glaube ich. Okay, dann nehme ich ein bisschen mit. Oder könntest du auch in Ding reinmachen. In die Schmiede. Ja gut, dann ist es ja Yucca-Pflanze, genau. Ich muss erstmal gucken, wo mich ja das scheiß Haus vom Händler die ganze Zeit hingeportet hatte, der Huren, so ein Scheiß. Nach dem 20. Mal porten hat er mich an irgendein so Haus gedingst, wo ich dann gedacht habe, okay, mach. Nachdem er dann gesagt hat, als Händler. Hey, Jimmy. Du stirbst. Wo muss eigentlich jetzt Cuba hin? Habe ich gar nicht mitbekommen. Der hat gemeint, der geht duschen. Oder es macht ihm doch keinen Spaß, das Game. Keine Ahnung. Digga, da. Jetzt auf einmal, wo ich close am Haus bin, wird mir mein Rucksack angezeigt. Oh. Ist dann, hast du doch deinen Rucksack wieder? Warte kurz, da ist ein Zombie. Der stirbt dazwischen. Digga, ey, das ist so ärgerlich, dass alle unsere Waffen meistens nur auf Stufe 1 sind. Mhm. Das macht keinen Schaden. Ich hab mein Loot! Ja! Nice. Ja. Ich hätte sie gegönnt, wenn das weg wäre. Digga, ich hätte sie gegönnt, wenn ich dir gleich eine Faust gebe, du Wichser. Mein Char ist wieder angezogen. Das ist, Digga. Ja, gell, Monty ist immer noch 800 Meter entfernt. Ja. Hey, da vorne ist auch so eine Hütte. Geile Cat. Macher, Digga, ja. Ja, nachts ist halt immer echt blöd in dem Game. Digga. Ich weiß auch nicht, warum meine Ausdauer so krass runtersinkt durchgehend. Das ist ja echt Wahnsinn. Nähset, Stofffetzen, Jacke, altes Geld. Ey, mache auf einmal so. Auf einmal, ich sehe aus wie so ein edler Schwarzer. Hier war, glaube ich, noch keiner drin. Okay, Marvin, auf einmal Stimme broke. Ja. Auf einmal Stimmbruch. Auf einmal so. Boah, ich finde Heidelbeeren gerade hier. Gut. Boah, ich habe wieder Dose Birnen gefunden, Digga, für dich. Für unseren Koch. Ja, ich weiß aber nicht, wo das Zeug ist, Mann. Das ist einfach weg. Rübeswasser.
Wasserkrug. Ja, man, hier sehe ich mich drin. Was hier alles ist. Das. Leere Dose. Okay. Einfach Wüstengebiet. Wir sind in der Wüste. Machen wir heute wieder bis 9? Können wir, ja. Hast oder? Du oder hast du frei morgen? Nee, leider nicht. Das ist nicht. Oh. Freitag können wir wieder länger fahren. Ja, dann ist die Woche nicht. Ja, für mich ist gerade jeden Tag Wochenende. Mhm. Oh, wegen? Ich sterbe. Warum? Ich verblute wegen dem Hund. Nein! Nein. Was für Hund? Da ist ein Hund um die Ecke einfach gekommen, Nuttenvieh. Freunde, die Folge beenden wir. Wir sehen uns dann erstmal wieder in der nächsten Session, wenn ich wieder in meinem Loot bin. Nein, ich bin Jesse. Moin.